Schönen guten Abend. Good evening to you all. Before we start, I'd like to mention that there's translation available. The whole conversation tonight will be in German and English, so if you need translation, it's available. Schönen guten Abend. Bevor es losgeht, möchte ich noch darauf hinweisen, dass es eine Übersetzung gibt. Die Veranstaltung findet auf Deutsch und Englisch statt. Also falls Sie eine Übersetzung brauchen, es gibt sie dort drüben. Mein Name ist Elisabeth Masute. Ich bin Senior Program Officer im Afrika-Referat hier im Haus und ich möchte Sie heute Abend herzlich hier in der Heinrich-Böll-Stiftung begrüßen und natürlich auch die ZuschauerInnen im Livestream heute Abend. Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, denn es ist ein ganz besonderer Abend, denn wir feiern heute mit dem Interkontinental Verlag zusammen die Premiere der Anthologie Schlüsselorte, herausgegeben von Fiston Mujila, der heute Abend hier ist, mit drei weiteren AutorInnen des Werks, nämlich Laila Abuela, Abdelaziz, Baraka Sakin und Nick Mlongo, die alle live hier vor Ort sind. Schön, dass ihr heute da mit dabei seid. Die Stadt als Trope und Thema prägt die Literatur schon seit langem. Oft wird die Stadt als Ort der Hoffnung und des Fortschritts dargestellt, an dem individuelle Träume verwirklicht werden können. Gleichzeitig thematisieren viele Werke die Ambivalenz urbaner Erfahrung, indem sie Fragen der Entfremdung, der sozialen Ungleichheit und des Identitätsverlusts ansprechen. Die Darstellung afrikanischer Städte in Werken wie Aikwais Amras The Beautiful Ones Are Not Yet Born oder Jennifer Makumbis Kintu steht aber im krassen Kontrast zur exotisierenden Darstellung von Conrads Heart of Darkness. Fiston beschreibt dies im Vorwort der Anthologie, die insgesamt 14 Texte mit dem Bezug Stadt umfasst, und er schreibt Folgendes. Es zeichnet sich deutlich eine transnationale, kosmopolitische und pluralistische Urbanität ab, die sowohl mit der, Klammer auf, Post, Klammer zu, kolonialen Ordnung als auch mit den althergebrachten Werten und dem Wissen der Vorfahren in Kontrast steht. Die neue Art, Afrika zu begreifen, die auch von der Diaspora beeinflusst wird und sich heute mehr den Afrofuturismus als den Afropessimismus zu eigen macht, kann sich die neue Urbanität nicht entziehen. Was genau das bedeutet, die Beweggründe der Entstehung dieser Anthologie und welche Beziehungen die AutorInnen zu ihren ganz persönlichen Schlüsselorten haben, dürfen wir heute erfahren. Näher vorstellen wird uns die heute anwesenden AutorInnen Tessa Hart. Tessa leitet das intersektional orientierte Projekt, ist ein schwarzes Community-Projekt hier in Berlin, nämlich Afropolitan Berlin. Tessa ist außerdem Kulturmacherin, hat sie mir gesagt. Sie ist Kuratorin, Autorin und noch vieles mehr. Danke, dass du heute durch den Abend leitest. Please everyone, come on stage. Wir dürfen außerdem auf Auszüge aus den Texten gelesen von Schauspieler Jörg Petzold uns freuen. Und im Anschluss an die Diskussion möchten wir Sie ganz herzlich zu einem Empfang unten bei uns in der Cafeteria einladen. Und damit wünsche ich euch uns allen einen inspirierenden Abend. Vielen Dank. Okay, wir kommen alle kurz an. Ja, und auch ich wünsche einen ganz herzlich willkommen hier zu dieser Veranstaltung und freue mich darauf, dass ich heute durch den Abend begleiten darf. Wir werden jetzt ein bisschen in Deutsch anfangen und dann später ins Englische wechseln, aber wie wir gehört haben, es sind ja Übersetzungen jeweils verfügbar. Daher nehmen Sie das gerne in Anspruch. Ja, und auch der Hinweis, es gibt die Möglichkeit für Publikumsfragen am Ende. Jetzt wird es erstmal ein Gespräch geben mit den AutorInnen und dem Herausgeber.
Ich möchte natürlich auch die Menschen, die heute hier dabei sind, noch mal etwas weiter vorstellen, damit sie auch wissen, wer heute hier vertreten ist von den zahlreichen AutorInnen, die mitwirken. Also, wir haben natürlich Fiston Mwanza Mujila, Herausgeber und auch Co-Autor von dem Buch. Wurde in Lubumbashi geboren, studierte dort Literatur und Geisteswissenschaften und 2009 wurde er als Stadtschreiber nach Graz eingeladen und blieb in Österreich. Aktuell lehrt er an der Grazer Universität afrikanische Literatur und ist auch für das Literaturprogramm des Grazer Forum Stadtpark verantwortlich. Und neben seiner Tätigkeit als Autor und Performer in Zusammenarbeit mit Jazzmusikern ist er eben auch Herausgeber und Vermittler der Literaturen der afrikanischen Diaspora. Um ein paar seiner Werke und seiner Errungenschaften zu nennen, er schreibt Romane, Gedichte, Kurzgeschichten, auch für das Theater, und da wurden zum Beispiel Texte aufgeführt, inszeniert in Deutschland und Österreich, Frankreich, im Kongo. Unter anderem der Text Die Königin Mutter wurde im Akademietheater in Wien aufgeführt und im Deutschen Theater in Berlin. Sein Debütroman Tram 83 wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Internationalen Literaturpreis Haus der Kulturen der Welt. Und für seinen zweiten Roman Tanz der Teufel erhielt er auch den Prix Les Afriques. Damit sage ich herzlich willkommen, Fiston. Und als nächstes möchte ich gerne vorstellen, Nick Mschlongo, hier neben mir, ist in Soweto geboren, Romancier, Kurzgeschichtenautor, Reisejournalist, Essayist, Redakteur und Pädagoge, der 1997 an der Wits University einen BA in afrikanischer Literatur und Politikwissenschaft abschloss. Er hat unter anderem vier Romane geschrieben, das sind Dog Eat Dog, das sind After Tears, Wayback Home und Wunderhorn. Und auch Paradise in Gaza. Hat viele Kurzgeschichtensammlungen auch, oder nicht viele, mehrere Kurzgeschichtensammlungen herausgegeben und auch eine Essaysammlung herausgegeben und auch Kurzgeschichtensammlungen geschrieben. Und auch er wurde mit Preisen ausgezeichnet, wie zum Beispiel den Herman Charles Bosman Preis, den Mar de Letras und den Kaselo Deuker Literary Award. Und seine Werke wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, darunter Französisch, Niederländisch, Flämisch, Spanisch, Italienisch. Ja, Nick, auch an dich herzlich willkommen. Ja. Gerne. Ah, Übersetzung, ja. Kein Problem, genau. We will switch to English later on as well. Wir werden später noch ins Englische wechseln, wenn wir unser Gespräch führen. I don't know. Is there German and English only, I'm told. Es gibt nur deutsche und englische Verdolmetschung. Oh, okay. We will do our best. Also wir werden unser Bestes geben, hier multilingual unterwegs zu sein. Okay. Ich stelle als nächstes jetzt auch noch Leila Abulela vor. Leila ist in Kairo geboren, wuchs in Khartoum auf und zog Mitte 20 dann nach Schottland. Ist in den deutschen LeserInnen wahrscheinlich am besten bekannt für die Erzählung Anderswo daheim und auch für ihren Roman Minarett. Andere Romane von Leila sind Die Übersetzerin und auch Bird Summons. Sie wurde auch, die Übersetzerin wurde für die New York Times als eins der 100 Notable Books of the Year auserwählt. Weitere Werke von Leila sind The Kindness of Enemies und Lyrics Alley. Leila ist ausgezeichnet mit dem Scottish Books Award und war auch die erste Gewinnerin des Kane Prize for African Writing. Anderswo daheim wurde mit dem Saltire Fiction of the Year Award ausgezeichnet und auch Leilas Arbeit ist in über 15 Sprachen übersetzt worden. Und sie stand schon dreimal auf der Longlist für den Women's Prize for Fiction. Ja, und ihr sechster Roman River Spirit ist jetzt im März 2023 erschienen. Auch an dich herzlich willkommen, Leila.
Und dann freut es mich auch, herzlich vorzustellen Abdelaziz Baraka Sakin. Abdelaziz ist sudanesischer Schriftsteller. Er schreibt auf Arabisch und Englisch. Seine Werke wurden in viele Sprachen wie Französisch, Spanisch, Swahili, Hebräisch, Kurdisch und weitere übersetzt. Ja, und dazu gehören zum Beispiel der Roman Der Messias von Darfur. Ja, und er hat auch zahlreiche Preise gewonnen, um ein paar zu nennen, den El Tayeb Salih Award for Creative Writing, den Prix Littérature Monde Étranger und auch den Prix L'Afrique. Und er ist 2022/2023 Stadtschreiber von Graz in Österreich. Ja, und auch an dich, Baraka, herzlich willkommen. Ja, und jetzt, wo ich euch alle ein bisschen weiter vorstellen durfte, möchten wir natürlich von euch hören und auch euren Texten hören. Und wir fangen erstmal ein bisschen an auf Deutsch, Fiston. Wir wechseln dann später ins Englische, wenn wir in größerer Runde sprechen. Aber Fiston, du bist ja auch Herausgeber von dieser Anthologie. Und vielleicht kannst du uns einleitend so ein bisschen sagen, was war der Auslöser? Wie ist es entstanden? Und wie hat dann alles zusammengefunden für die Schlüsselorte? Guten Abend. Das ist eine gute Frage. Ich komme aus Lubumbashi. Mein Vater war ein Händler. Mein Großvater hat immer Lokals und so weiter. Das heißt, ich wurde sozialisiert, um Barmann zu sein, Barkeeper, aber kein Schriftsteller. Das war einfach mein Leben seit Jahren bei meinen Eltern, Großeltern. Deshalb ist es für mich immer ein bisschen anstrengend, auf die Bühne zu sein, um über Literatur zu sprechen, weil das ist nicht mein Job. Ich bin einfach sozialisiert, um Bargeschäfte zu machen. Ja, also dann bin ich Schriftsteller einfach zufällig geworden, weil ich liebte Bücher. Und ja, also als ich bin einfach nach Europa gekommen, habe ich bemerkt, dass Europa ist immer noch sehr, sehr kolonial geprägt. Zum Beispiel Schriftsteller, die wohnen in Frankreich. Schwarze Schriftsteller oder Schriftsteller mit afrikanischer Herkunft, sie wohnen in Frankreich, publizieren in Frankreich, lesen in Frankreich, leben in Frankreich, sind wenig und wenig übersetzt oder wenig einfacher beim Festival angeladen. Die wohnen zum Beispiel in Portugal, leben immer in Portugal. Das heißt, es gibt wenig Festival, wo afrikanische Schriftsteller können sich einfach treffen. Und ja, deshalb für mich war einfach überrascht, erst einmal nach Deutschland, einfach zu sehen, dass es gab einfach, du bist in einer Buchhandlung, gibt es kein Buch zum Beispiel von Leila Abulela oder von Sami Chaka oder von mancher wichtigen, einfacher Stimme, die sind nicht nur einfache afrikanische Schriftsteller, einfacher. Ich glaube, es sind einfach Schriftsteller, die man soll einfach hören, die man soll sehen, die man soll einfach lesen. Das war für mich immer einfacher ein Schock. Dann habe ich angefangen ich habe gesagt, ja, ich bin Schriftsteller, aber ich kann auch vielleicht irgendwie Zeit nehmen, einfach um diese Stimme einfach zusammenzubringen, weil ich finde einfach interessant, einen Text von Nick Longo neben einem Text von Abdelaziz Baraka Saki, neben einem Text von Aminata Aydara. Deshalb, ich glaube, diese Stimme hat einfach eine ganz andere Bedeutung zusammen. Weil es ist wie ein Puzzle, aber zusammen sie klingen einfach ganz, ganz anders. Und man hat, ich glaube, einfach eine ganz andere Wahrheit, afrikanische Literatur, Afrika über Literatur zu entdecken, aber nicht über Medien. Weil wenn es geht um Afrika in Medien, es geht um Krieg, es geht um Ebola, es geht um viele, viele, viele Sachen bis zu der Pandemie. Deshalb für mich war einfach interessant, über Literatur einfach, man sagt ja in Afrika, wir lieben auch, in Afrika, es gibt auch Liebesgeschichte, in Afrika, wir tanzen auch im Kongo Rumba und es gibt auch Bia in Lubumbashi, Simba und Tembo. Ich merke sehr, sehr gut,
also wie bei Richard Bier, also wie Augustiner, Ella. Deshalb, das war für mich interessant, einfach zusammenfassen, einfach diese Stimme zusammenzubringen, aber einfach auch Afrika, aber über Literatur, weil ich bin nicht nur Schriftsteller, ich bin auch Leser, ich mag Literatur, deshalb für mich einfach, also diese Bücher oder Texte, auch selbst für mich, ich bin egoistisch, zu lesen, zu genießen. Ja, danke dir. Und das ist ja auch so ein bisschen, also das Buch heißt Schlüsselorte. Und wie du erklärst, das selbst ist so ein bisschen ein Schlüsselort und bringt dann auch so vieles eben zusammen. Ja, wie du gesagt hast, es sind alles AutorInnen vom afrikanischen Kontinent, die in Europa leben. Ja, Blicke von innen und afrikanische Literaturen in ihrer Vielfalt oder in einer Auswahl an Vielfalt. Warum war es dir auch besonders wichtig, dieses Buch jetzt eben auch in Deutsch herauszubringen? Also einfach wichtig, einfach auch diese, weil viele von dieser großen Geschichte sind einfach in Ich-Erzähler und Erzählerin geschrieben. Das alle von diesen Texten sind sehr intim. Es ist wie ein Fenster im Leben von der Schriftsteller oder der Schriftstellerin. Und ja, ich glaube, jeder Schriftsteller hat sein Geheimnis, sein Ritual. Aber mit diesem alle Texte einfach, man entdeckt den Bezug der Schriftsteller oder die Schriftstellerin, des Schriftstellers oder die Schriftstellerin mit einfach mit der Stadt, welcher Bezug man hat mit der Stadt, weil afrikanische Literatur, der moderne afrikanische Literatur ist immer viel verbunden mit der Stadt, weil diese Literatur hat, also die moderne afrikanische Literatur, angefangen in der Kolonialzeit. Und heute einfach afrikanische Städte sind viele große Städte, manche sind einfach eine Mischung von koloniale Stadt, aber auch vorkoloniale Stadt, also und auch postkoloniale. Also es ist wirklich afrikanische Städte sind schwer greifbar in einer europäischen Perspektive, weil man lebt in diese Stadt. Sie haben einen Geruch. Geruch, zum Beispiel in Graz, alles sauber. Und es stinkt nichts. Ich war in Kongo letzte Woche, da saß du bist in der Stadt unterwegs und dann ein super Geruch von Sombe, Maniokblätter und dann irgendwann, es stinkt und irgendwann, und die Stadt ab seinem Leben, es gibt Geruch, also dieser Geruch, zum Beispiel gehören einfach an der Stadt, die zum Beispiel in Kinshasa oder in Lubumbashi, überall, es gibt Lärme, es gibt Musik, also diese Lärme sind ein Teil der Architektur und das, ja, ich habe die Frage vergessen. Und I forgot your question, actually. Ja, was du hast die Frage beantwortet. Ja. Okay, danke. Gut. Ja. Es war doch der Aspekt, warum es besonders wichtig dir vielleicht war, das in Deutsch auch herauszubringen. Ja, einfach diese diese Stimme einfach in Deutschland, weil ich glaube, die Welt, Europa ist nicht mehr das Zentrum der Welt. Es gibt mehr Zentren. Südafrika ist ein Zentrum der Welt. Kongo und es gibt China. Also die Welt ist einfacher. Es gibt keine antike Wahrheit. Deshalb für mich glaube ich, es ist wichtig, einfach afrikanische Schriftsteller und Schriftstellerinnen zu hören, zu lesen. Es ist einfach wichtig, auch gegen Rassismus, weil ich glaube, Rassismus kommt auch, weil man hat zu wenig Info über Afrika. Zu wenig Info. Ich war mehrmals mit meinem Sohn in Kongo und das erste Mal, er war schockiert, hat geglaubt, in Afrika es gibt nur Löwen, nur Giraffe, nur Schlange, Spinne. Und deshalb, ich glaube, wenn man einfach Literatur, auch afrikanische Literatur in Deutschland lesen. Ich glaube, es kann einfach helfen, um ein Verständnis zwischen Menschen, zwischen Kontinenten
zu arbeiten. Literatur ist sehr wichtig, es ist einfacher, es ist ein Lebensmittel und es ist wichtig als Luft, als Wasser. Und deshalb ist es einfach wichtig zu lesen, Bücher auch von afrikanischen Schriftstellerinnen. Es soll diese Bücher auch lesen, übersetzen, Lyrik, Prosa, Theater. Deshalb ist es einfach wichtig, weil es ist einfach es ist ein Teil unserer Menschheit, ein Teil der Welt. Ja, danke dir. Right. Thank you. Damit wäre es jetzt vielleicht auch ganz gut, jetzt ins Englische zu wechseln. Also wenn Sie jetzt die Verdolmetschung hören, ich weiß jetzt nicht, ob Sie die Kopfhörer aufbehalten müssen oder nicht. Wir können jetzt einfach auf Englisch weitermachen. Und etwas, was Fiston bereits angesprochen hat, ist dieser Aspekt der Stadt. Und das ist ja ein Schlüsselaspekt in dem Buch, in den verschiedenen Geschichten. Also es geht um die Stadt, den urbanen Raum und die Bedeutung, die diese haben. Und es wäre ganz schön, vielleicht als kleine Einführung von Ihnen allen zu hören, wie sehen Sie diesen Aspekt der Stadt? Wie haben Sie die Städte ausgewählt, über die Sie dann Ihre Texte geschrieben haben? Wer möchte? Also zunächst einmal muss ich sagen, vielen herzlichen Dank an Fiston. Er hat mich gebeten, eine Geschichte über Städte zu schreiben. Und ich muss auch Danke sagen an die Organisierenden hier, an diejenigen, die hier alles organisiert haben und es möglich gemacht haben. Und auch Danke an alle anderen. Ich bin sehr froh, heute hier sein zu können, weil mein Herausgeber Stefan heute auch hier ist. Meine Dolmetscherin Larissa Bender ist auch hier. Und ich freue mich, Sie alle hier sehen zu können und Ihnen zuhören zu können. Auch. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der in einer Stadt lebt. Ich habe noch nie in der Stadt gelebt. Ich habe mein ganzes Leben lang in sehr, sehr kleinen Dörfern gelebt. Das erste Mal, dass ich eine große Stadt gesehen habe, war nicht im Sudan, sondern in Ägypten, als ich dort zur Universität ging. Mein ganzes Leben habe ich quasi in kleinen Dörfern verbracht. Also ich war in der Grundschule dort, in der Mittelstufe, in der Oberschule. Und als ich dann bereit war, zur Universität zu gehen, hat meine Mutter mich nach Ägypten geschickt. Das heißt, die erste wirkliche Stadt, die ich gesehen habe, war Assut. Eine ganz andere Kultur, ganz andere Menschen. Sie sprechen Arabisch, aber ein ganz anderes Arabisch, also ägyptisches Arabisch. Und als ich dann in die Stadt ging, war es auch das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine öffentliche Bibliothek gesehen habe. Niemals hatte ich in meinem Leben zuvor einen Ort gesehen, wo man so viele Bücher sehen kann, die man dann umsonst lesen kann, ohne dass man dafür bezahlen muss. Und ich war wirklich erstaunt, denn in meinem Dorf konnte ich keine Bücher finden. Das erste Buch, was ich bekam, habe ich von meinem Bruder gestohlen. Und das war wirklich schwierig für mich, Bücher aufzutreiben. Als ich zur Universität ging, also in die Stadt ging, hatte ich doch einen Freund, der war vor mir schon an dieser Universität. Der hat mir gesagt, Baraka, also wenn du gerne liest, dann kannst du einfach irgendwo hingehen und umsonst lesen. Und da habe ich gesagt, wo ist das? Und dann hat die Person gesagt, in einer öffentlichen Bibliothek. Und das war das erste Mal für mich, dass ich wirklich in Kontakt mit einer Stadt kam. Das war also über diese öffentliche Bibliothek. Und als ich dort auf dem Stuhl saß und jemand mir dann Bücher wie ein Menü quasi präsentiert hat und ich konnte mir einfach Bücher auswählen, die ich lesen wollte und ich musste dafür nichts bezahlen, also das war wirklich verrückt. Also die Stadt ist für mich mit Büchern verbunden. Bücher, die ich kostenfrei lesen konnte. Und später, als ich mein Studium beendet hatte, ging ich nach Khartoum und andere große Städte und
da begann ich dann Städte auch mit Krieg zu verbinden, mit Polizeikräften, die einen jagen, weil man ins Militär soll, also zur Armee soll und weil man aussieht wie ein Ausländer, weil man aus einem kleinen Ort kommt, aus einem Dorf. Und da gibt es etwas, das nennt sich Quechua. Also wenn es einen Krieg gibt und es gibt Krieg im Sudan, dann will man natürlich mehr Soldaten haben. Dann stellt man überall Polizeikräfte hin, die einen einfach weg von der Straße wegholen. Und dann bringen sie einen zur militärischen Ausbildung und dann wird man in den Krieg geschickt. Das heißt, ich habe ein sehr kompliziertes Verhältnis zu Städten. Und als ich dann gebeten wurde, über Städte zu schreiben, habe ich mich daran erinnert, wie ich Khartoum besucht habe und gesehen habe. Und ich war dort mit meinem Freund Abdullahi und ich habe zuvor in meinem Dorf mit Organisationen Plant International gearbeitet und wir hatten ein Projekt für blinde Menschen. Und ich wollte also diesen Freund aus dem Dorf mit nach Khartoum nehmen. Der Freund war blind und damit ihm geholfen wird durch die Organisation. Und er war aber derjenige, der mich quasi in der Stadt geführt hat. Also er hat dann gesagt, okay, wir nehmen das Transportmittel von da nach da, mit der und der Busnummer fahren wir dann und wir müssen dann an der und der Station aussteigen, dann müssen wir nach rechts, dann nach links abbiegen und dann hat er mich letztendlich zu dem Büro für blinde Menschen geführt. Also das ist sozusagen das, was ich in meinem Kopf mit Städten verbinde. Vielen Dank. Nick, wie sieht es bei Ihnen aus? Also erst einmal einen schönen guten Abend. Ich möchte erst einmal herzlichen Dank sagen, Fiston, dafür, dass ich Teil des Buches und dieser Sammlung sein durfte. Und auch Dank an die OrganisatorInnen dafür, dass wir heute hier sein können. Das ist wirklich etwas ganz Besonderes für uns. Und auch vielen Dank an das Publikum, dass Sie hergekommen sind, um uns zuzuhören und über etwas zu sprechen, was Sie ja bereits kennen, nämlich Städte. Also ich habe über Berlin geschrieben, weil aus meiner Sicht ist eine Stadt etwas ist, wo ich immer etwas Neues entdecke. Und ich kann das vielleicht folgendermaßen ausdrücken. Der erste Kulturschock, den ich erlebt habe, als ich herkam, war, dass ich an einem Friedhof vorbeikam und gesehen habe, dass Menschen dort Bücher lesen. Und ich habe gedacht, wow, also in meiner Kultur wäre das verabscheuungswürdig. Also man kann nicht die Toten stören und da gibt es Menschen, die sich einfach dorthin setzen und lesen. Also da war ich wirklich geschockt. Später habe ich dann festgestellt, okay, das ist einfach ganz normal hier, also es ist einfach anders hier. Und es gibt einige Dinge, die ich hier festgestellt habe. Berlin habe ich dadurch entdeckt, dass ich viel in der Stadt zu Fuß unterwegs war. Aber noch wichtiger ist es, dass ich eine Geschichte ausgewählt habe, um über Entdeckungen in Beziehungen zu sprechen. Insbesondere die Beziehung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart. Also Berlin war aus meiner Sicht so besonders. Und ich bin ja während der Apartheidszeit in Südafrika aufgewachsen. Also als ich heranwuchs, wollte man als junger Mensch ins Exil gehen. Man wollte auswandern. Und Berlin war wirklich, insbesondere Ostberlin, also oder die DDR, da wurden ja auch die südafrikanischen Soldaten ausgebildet. Und das heißt, aus Südafrika wollte man ganz gerne hierher kommen. Und ich habe hier viele wunderschöne Parks gesehen. Eines Tages bin ich zum Beispiel in den Mauerpark gegangen. Und da gab es jemanden, der hat einfach geflucht. Ein Schwarzer hat sozusagen die Deutschen dort irgendwie verbal beschimpft.
und hat Angela Merkel erwähnt und auch andere und hat einfach geflucht. Und ich dachte so, wow, was ist das für ein Typ? Und das hat eine Geschichte in mir ausgelöst, eine Geschichte, eine wahre Geschichte, die in Südafrika passiert ist. Wie kam es zu der Geschichte? Ich denke, die meisten von Ihnen kennen die südafrikanische Geschichte in den 70er Jahren. Es gab einen Studentenaufstand, also ich war selber auch sehr jung da und war auch nicht daran beteiligt. Aber wenn man diese Zeit googelt, dann gibt es ein ganz berühmtes Bild von jemandem, der ein Kind trägt, das erschossen worden war. Und diese Person, die dieses Kind trägt, ist ins Exil gegangen mit quasi der ganzen jungen Generation. Alle sind damals ins Exil gegangen. Und sie gehörten zum Black Consciousness Movement. Und sie sind ins Exil gegangen. Also, als die Apartheid beendet war, und da sind dann viele Personen zurückgegangen und haben für Mandela gewählt beispielsweise, aber diese Person, die dieses Kind getragen hat, ist eben nicht zurückgegangen. Und eine Person in Kanada hat ein Bild von jemandem gemacht, der in Kanada in einem Park sich befand und dort etwas auffällig war vom Verhalten und hat gesagt, das ist diese Person. Dann, daraufhin hat die südafrikanische Regierung gesagt, wir müssen ihn nach Hause bringen. Sie sind zu dieser Person hingegangen, haben versucht, die Person zu überzeugen, zurückzukehren und haben aber festgestellt, dass diese Person mit ihnen nicht sprechen konnte und auch nicht zuhören wollte. Die Person hat nur Französisch gesprochen, aber sie haben weiterhin darauf bestanden, dass diese Person dieser Mann ist und wollten ihn überzeugen. Und es stellte sich aber raus, dass diese Person gar nicht aus Südafrika war. Als ich jetzt hier im Mauerpark war und dann diesen Mann gesehen habe, der ein bisschen auffällig war, hat mich das genau an diese Geschichte erinnert. Und ich habe versucht, die Vergangenheit mit der Gegenwart zu verbinden. Und diese Verbindung zwischen Menschen zu zeigen, die Verbindung zwischen Städten, zwischen Ländern zu zeigen und zwischen den Menschen, an denen wir täglich vorbeigehen, die vielleicht betteln oder einige von ihnen äußern vielleicht Beschimpfungen, wenn andere mit dem Fahrrad an ihnen vorbeifahren oder was auch immer. Und ich habe mir dann gesagt, okay, ich spreche mit diesen Menschen. Und das hat letztendlich zu meiner Geschichte geführt. Also kurz gesagt, es geht um die Verbindung zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit, um zu zeigen, dass es hier eine Verbindung gibt. Also das ist sozusagen der Auslöser für meine Geschichte gewesen. Vielen herzlichen Dank. Und Leila, es wäre auch großartig, von Ihnen etwas zu hören. Vielen Dank. Also meine Geschichte heißt Raise Your Head High und also Kopf hoch, Brust raus. Und es ist die erste Geschichte, die ich über Kairo geschrieben habe. Meine Mutter ist ja aus Ägypten und mein Vater aus dem Sudan. Und ich bin in Khartoum aufgewachsen, in Sudan. Und meine Arbeit dreht sich hauptsächlich um Khartoum und das Leben, das ich dort geführt habe. Aber wir sind häufig nach Kairo gereist während meiner Kindheit und in meiner Jugendzeit. Und in Kairo hat meine Mutter natürlich immer gesagt, sie ist ja Ägypterin, und sie hat uns immer gesagt, na, ihr wisst gar nichts über Ägypten, ihr seid einfach nur Kinder, ihr seid Sudanesen, ihr wurdet in Sudan großgezogen und in der großen Stadt werdet ihr quasi untergehen. Also sie hat uns immer ein bisschen Angst gemacht. Und als ich dorthin kam, hatte ich wirklich immer schreckliche Angst. Ich hatte Angst, rauszugehen oder irgendetwas zu unternehmen. Und auch die Gebäude in Khartoum, wo ich damals lebte, in den 70er Jahren, wo ich aufwuchs, waren alles Flachbauten, also einstöckige Gebäude. Und in Kairo gab es diese großen Mehrfamilienhäuser. Und ich fand das wirklich erschreckend. Ich habe andere Menschen um mich herum gehört und fand das immer alles sehr merkwürdig, was ich da hörte. Also als ich die Geschichte schrieb, habe ich
mich selber gezwungen, über einen Ort zu schreiben, bei dem ich so viele komplizierte Gefühle in mir habe. Also diese Liebe und diese Liebe zu Khartoum auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese Grobheit dieser großen Stadt hier. Und hier haben wir in der Geschichte eine junge Frau, obwohl sie unabhängig ist und ihr eigenes Geld verdient, seine gute Arbeit hat. Sie wird trotzdem durch ihre Familie unterdrückt und ist quasi in ihrer Familie verwoben sozusagen. Und es geht um ihre Schwester, den Mann ihrer Schwester und die Schwiegermutter der Schwester. Also es ist eine komplizierte Familiengeschichte sozusagen in der Geschichte, die ich geschrieben habe. Und das spielt in der Zeit der Revolution 2011 in Ägypten, also in der Zeit des arabischen Frühlings, wo so viele junge Menschen auf die Straße gegangen sind und die Mubarak-Ära beenden wollten. Und einer der Slogans war Kopf hoch, Brust raus oder Raise your head up high als Zeichen für Stolz. Und dass die junge Frau in der Geschichte hat auch eine Behinderung. Also sie hat komplexe Gefühle. Einerseits schämt sie sich ein bisschen und hat dann aber einen Streit mit ihrer Familie. Und auf der anderen Seite hat sie auch diese Hoffnung, dass die Revolution etwas verändert. Vielen herzlichen Dank. Und natürlich werden wir auch einige Auszüge aus den Texten hören. Und damit wäre es natürlich auch schön, wenn wir uns die erste Lesung heute Abend anhören können. Also auf Deutsch heißt der Titel Kopf hoch, Brust raus von Leila Abu Leila. Wir haben hier eine Übersetzung von Stefanie Hirsbrunner aus dem Englischen ins Deutsche. Die Lesung wird auf Deutsch stattfinden und diejenigen, die der englischen Verdolmetschung zuhören möchten, sie können dann simultan die englische Version hören. Und damit übergebe ich an Jörg Petzold, der jetzt auf die Bühne kommt und der wird heute Abend die Auszüge lesen. Herzlich willkommen, Jörg. Vielen Dank. Ich saß bereits im Auto, mit kalten Fingern am Lenkrad, als er mit meinen Sachen herunterkam. Er warf sie auf den Rücksitz, als wäre dies ein ganz normaler Tag und er würde mir beim Einkaufen helfen. Mir wurde flau im Magen, als er sagte, er müsse wieder nach oben gehen und den Rest der Sachen holen. So viele seien es. Ich hätte ihm den Kofferraum öffnen und die Sachen sortieren sollen. Aber ich fühlte mich auf dem Fahrersitz sicher. Der Gurt war geschlossen und der Motor lief. Als ich losfuhr, war der Rücksitz vollgestopft mit Dingen, die ich weder brauchte noch mochte. Die Heimfahrt fühlte sich wegen der Migräne seltsam an. Die Stadt war hässlicher denn je. Nicht ruhmreich, sondern bedrückend. Ich fuhr durch feuchte, schlammige Straßen. Andere Autos bedrängten mich, ihre Fahrer hassten mich. Ein paar Regentropfen fielen auf die Windschutzscheibe und hinterließen schmutzige Schlieren. Ich fuhr an der Totenstadt vorbei, diesen Bauwerken, die wie Häuser aussehen, aber leer stehen, wenn man durch die großen Metalltore geht. Keine Gebäude, keine Pyramiden, nur eingewickelte Leichen, nicht vergraben in der Erde, sondern in Räumen unter der Erde als Säcke voller Gebeine verstreut. Das Medikament machte mich langsam und alle Dinge um mich herum wirkten näher als sonst. Als ich an der Ampel anhielt, hörte ich ein Hämmern. Jemand versuchte, die Heckscheibe einzuschlagen. Ich begann zu schreien und hupte sogar, um sie zu verscheuchen. Stattdessen benutzte einer von ihnen, ein Mann, nun einen Stock und die Scheibe zersprang. Eine Hand langte hinein und griff nach den Plastiktüten, die sich auf dem Sitz stapelten. Ein weiteres Paar dünner Arme in schmutzigen und ausgeblichenen, geblümten Stoff gehüllt, ergriff, was es konnte, zerrte es aus dem Wagen und langte wieder hinein. Die Ampel schaltete um. Ich trat das Gaspedal durch und hörte die Frau schreien.
Der ist gebrochen, du Schlampe! Danach hörte ich in jedem meiner Albträume Knochen knacken. Das war es, was auf den Plakatwänden der Stadt stand. Die versteckte Bedeutung der herkömmlichen Worte. Das waren die Graffiti an den Wänden, die Hieroglyphen auf Stein. Das war die Überlebenstaktik der Stadt, ihre Straßenschleue und ihre Regeln. Sie waren greifbarer als Poesie, tiefgreifender als Propaganda. Was ich las, was ich hörte, was gelehrt wurde, was bekannt war. Lüge, wenn du in der Klemme steckst. Es ist normal, die Schwachen zu hassen. Es ist ihre Schuld, dass sie schwach sind. Die Schwachen brauchen Schutz. Sie bezahlen dafür mit Geld und Arbeit oder mit Gehorsam und Loyalität. Sie bezahlen dafür mit ihrer Ehre. Komplexität ist der Einfachheit überlegen. Unter- oder Überschätzung sind schwerwiegende Fehler. Jede Begegnung ist ein Machtkampf. Betonen Sie Ihre Errungenschaften, prahlen Sie mit Ihrem Erfolg, andernfalls wird jemand anderes den ganzen Ruhm einheimsen. Jede einzelne Begegnung ist ein Machtkampf. Vielen Dank, Jörg, und vielen Dank, Leila, für den Text. I will switch back to English. Danke, Leila, für den Text. Diesen Auszug, den wir gerade gehört haben. Jede Begegnung ist ein Machtkampf. Ich denke, das beschreibt ein Gefühl, das viele Menschen haben mit Blick auf die Stadt. Ist es ein Aspekt? Oder was sonst gäbe es? Was versuchst du in deinem Text darüber hinaus zu vermitteln? Zu vermitteln zu diesem Leben in der Stadt oder über das Leben in der Stadt? In dieser Situation wird der Machtkampf sehr sichtbar, der Machtkampf in der Stadt, die Armen, die Reichen, die sich bedroht fühlen durch die Armen und die Armen, die zum Opfer der Reichen werden oder sich als Opfer der Reichen fühlen. Die Erzählerin zum Beispiel fühlt sich verfolgt von ihrem Schwager. Sie ist das Opfer ihres Schwagers. Das, was hier beschrieben wird, passiert nach dem Übergriff durch den Schwager, der es nachher leugnet. Die Mutter, die ihr diese Sachen verkauft hat, die da auf dem Rücksitz liegen, unter dem Vorwand, dass das für einen guten Zweck sei. In Wirklichkeit aber behält sie das Geld. Also, das ist eine Komplexität, die hier vermittelt wird. Und am Ende verliert sie ihre Schwester oder die Freundschaft zu ihrer Schwester. Sie kann sie nicht mehr leben, weil die Schwester eben sich auf die Seite ihres Mannes stellt, des übergriffigen Schwagers stellt. Also das ist die Stadt, die sich hier manifestiert, wenn man so will. Man hat das Gefühl, dass im Dorf die beiden Schwestern nicht streiten würden, nicht getrennt würden. Vielleicht ist das naiv, aber es gibt diese sentimentale Vorstellung vom Dorf im Gegensatz zur Stadt. Die Stadt, die eben diese Träume, unsere Fantasie, unsere Vorstellungen zerstört und einfach immer wieder interveniert in das Leben aller. Danke für diese Einsichten. In der Anthologie gibt es ja verschiedene Orte. Es gibt Städte auf dem afrikanischen Kontinent. Es gibt auch die Diaspora-Städte. Und wir werden ja auch gleich noch einen Auszug aus dem Text Hundeleben hören. Dieser Text erzählt eine Geschichte, die in Berlin spielt. Und vorhin
haben wir hier etwas gehört von dem Duft der Städte. Fiston sprach davon, dass die Städte ihren eigenen spezifischen Geruch haben. Ja, vielleicht noch ein paar Worte dazu, bevor wir aus deinem Text etwas hören. Was ist das Wichtige an Berlin als Ort für diese Geschichte? Nun, ich sagte ja bereits, dass diese Stadt, in der ich seit 2020 lebe, ich kam hier im Zusammenhang mit einem DAAD-Stipendium. Und das war natürlich eine spezifische Zeit, also es war mitten in der Covid-Pandemie. Und irgendwie war plötzlich alles neu. Ich kam vorher immer mal vielleicht für eine Woche irgendwo hin und plötzlich war alles anders, alles neu. Es war sozusagen so, dass diese Welt da draußen eine ganz andere war. Selbst wenn ich durchaus in deutschsprachigen Ländern gewesen war, war es neu. Und dann kam Covid. Und das war die Zeit der Entfremdung. Plötzlich spürten alle die Fremdheit in der Stadt. Und insofern kam ich 2020 hierher und alles war mir fremd. Ich kannte vielleicht ein paar Worte Deutsch, aber mit Afrikaans habe ich mich hier durchgeschlagen. Im Grunde hatte ich das Gefühl, dass ich in einer Stadt lebte, in der ich jeden Tag die Regeln und Gesetze neu erfahren musste. Also jeden Tag gab es neue Bestimmungen, was Covid angeht, ein bisschen Abstand halten und so. Und ich meine, in Deutschland halten die Leute ja sowieso schon immer Abstand, ne? Also gut, jetzt mussten sie erst recht Abstand halten. Und ich meine, stellt euch mal vor, das sagt euch jemand auf Deutsch. Ich musste das also übersetzen sozusagen in meine eigene Sprache. Also ich spreche mehrere Sprachen, Zulu und Afrikaans und anderes. Also ich komme aus einer eigenen Gegend von Johannesburg, aus Soweto. Also ich musste das sozusagen zunächst einmal übersetzen in meine eigene Sprache und dann musste ich ins Englische wechseln. Also das war ja sozusagen schon eine Durchreise der Information. Also du hörst etwas auf Deutsch, das interpretierst du dann aber auf Englisch. Es wird kompliziert. Du hast im Grunde eine enorm komplizierte Methode, die Stadt tatsächlich zu interpretieren. Und ich meine, erinnern Sie sich, Sie durften in der Zeit von Covid auf einer Bank sitzen, aber jemand durfte nicht neben Ihnen sitzen und ein Eis essen. Also ich meine, das habe ich jetzt gerade erfunden. Aber so, die Frage war, darf ich laufen, darf ich nicht? Darf ich gehen, darf ich nicht? Und dann denken wir rechts, weil wir ja von den Briten kolonialisiert waren und im Grunde ist plötzlich alles anders und auf einmal geht es von links nach rechts und nicht mehr von rechts nach links und so weiter. Also jedes Mal, wenn ich unterwegs war, war ich zunächst einmal etwas irritiert. Wenn jemand sagte, wir gehen irgendwo hin, habe ich mich irgendwie automatisch auf den Fahrersitz gesetzt im Auto, weil ich das einfach gewöhnt war, dass der Fahrersitz eben auf der rechten Seite ist und nicht auf der linken Seite im Auto und so weiter. Also es war enorm kompliziert, aber ich habe begonnen, diese Stadt zu lieben. Das ist ja auch faszinierend für dich als Autor. Zum Beispiel war es auch so, dass jemand sagte, du kannst nachts nicht raus. Oder jemand sagte, telefonier nicht, wenn du draußen bist. Du kannst zum Beispiel in Südafrika, du gehst nicht auf die Straße mit deinem Handy in der Hand und telefonierst, weil jemand kann dir sofort dieses Handy klauen. Und auch das musste ich dann wiederum lernen, dass es hier natürlich unter Umständen andere Situationen sind. Auch da haben mir natürlich Freunde geholfen, aber es war einfach neu. Berlin hat sich mir beigebracht, wenn man so will.
Berlin is not part of Germany. Berlin gehört auch nicht zu Deutschland, hat jemand zu mir gesagt. Es gehört nicht zu Deutschland. Also, wenn du in eine andere Stadt gehst, also wenn du in Berlin lebst und in eine andere Stadt gehst, dann verstehst du diese andere Stadt nicht notwendigerweise, weil Berlin eben anders ist als diese anderen Städte in Deutschland. Auch da musst du wiederum alles neu und anders interpretieren. Aber ich finde es schön, hier zu sein, ja. Dankeschön. Das ist eigentlich auch ein schönes Bild. Du interpretierst die Stadt, während du sie kennenlernst. Und da, würde ich sagen, haben wir doch einen schönen Moment gefunden, um etwas aus dem Text Hundeleben zu hören. Auch dieser Text wird auf Deutsch gelesen von Jörg Petzold. Und wer der englischen Verdolmetschung folgt, bekommt hier auch nochmal simultan eingelesen die englische Version des Textes. Die deutsche Übersetzung wurde von Winnie Strommer erstellt. Mauerpark, Berlin. Es ist die letzte Augustwoche. Ein heißer Sonntag. Der Himmel ist strahlend blau und kein Lüftchen weht. Der Flohmarkt ist voll. Die Menschen laufen in Paaren, Gruppen, mit Hunden oder alleine umher. Eine unbeschwerte Stimmung liegt in der Luft. Sie macht den Park zu einem angenehmen Ort. Meine Freundin Ursula macht unablässig Fotos. Es ist ihr Beruf. Ich folge ihr mit unserem Hund Ginger an der Leine. Auf der Freilichtbühne wird Karaoke gesungen. Ich sehe eine große Menschentraube um die beiden Sänger versammelt. So wie die Leute ihre Köpfe im Takt hin und her bewegen, gehe ich davon aus, dass ihnen gefällt, was sie hören. Etwas weiter entfernt, neben den zwei größeren Bäumen, macht eine Gruppe Sport. Jerusalema von Master KG schallt aus ihrer Boombox. Ursula bleibt stehen, als wolle sie zuhören. Ich weiß, sie liebt diesen Song. Sie lässt ihren Kopf tanzen. Ihr dickes Haar ist zu einem Zopf nach hinten gebunden. Fast jeden Sonntag kommen wir in den Park. Er liegt in fußläufiger Entfernung zu unserer Wohnung in Prenzlauer Berg. Manchmal kaufen wir hier Klamotten auf dem Flohmarkt oder kommen hierher, um zu lesen. Wir lieben die Atmosphäre. Doch heute ist es anders. Ein mittelgroßer, schwarzer Mann mit einem runden Gesicht steht an der Stahlkonstruktion der Gedenkstätte Berliner Mauer entlang der Bernauer Straße. Er trägt eine verschlissene, schmutzige Jeans und abgetragene Schuhe. Er redet laut und zeigt mit dem Finger willkürlich auf Passanten. Eine kalte, unpersönliche Stimme schallt aus seinem Mund, der irgendwie angeschwollen aussieht. Ich bin cleverer als eure Angela Merkel, ruft er, während er die Hosenbeine hochzieht, um sich an den Unterschenkeln zu kratzen. Ich fürchte mich vor gar nichts. Ich habe keine Angst, die Wahrheit auszusprechen, wie sie ist. Gefahr hat keine Bedeutung für mich. Sie macht mir keine Angst. Sie kann weder meinem Herzen noch meinem Verstand etwas anhaben. Wir alle tauschen ratlose Blicke aus. Eine Frau neben mir runzelt die Stirn, schüttelt den Kopf und starrt den Mann an, als wolle sie sagen, wo kommt der denn her? Sie ist mit einem Kind unterwegs, das stolz ein riesiges Eis in der Hand hält, als wäre es die olympische Fackel. Ursula lächelt, während sie den Mann fotografiert. In ihren Augen spiegelt sich die Aufregung des sich abspielenden Dramas, doch ihr Blick bleibt auf die Stirn des Mannes fixiert. Ich bin intelligenter als euer Otto von Bismarck, euer Helmut Kohl und Josef Goebbels. Ich bin schlauer als die und als ihr alle. Sein Gesicht wirkt von schmerzlichen Erfahrungen verhärtet. Er sieht alt und verwahrlost aus, als ziehe er hoffnungslos am bitteren Zigarettenstummel des Berliner Lebens. Ich kann die Hitze und den Schweiß auf seiner Stirn erkennen, die wie eine deformierte Glasscheibe glänzt. Er knöpft sein Hemd auf, um es auszuziehen, als wolle er die Tattoo-Galerie auf seinem beeindruckenden Oberkörper präsentieren. Guckt mich an! Ich bin die Intelligenz-Universität. Ihr könnt mich nicht mit Angela Merkel vergleichen. Ich bin hochintelligent.
Ihr müsst euch mal alle locker machen, um euch so frei zu fühlen wie ich. Ich stehe da und versuche zu verstehen, was der Mann sagt. Ursula ist bemüht, den Moment mit ihrer Kamera einzufangen. Der Mann bemerkt sie und gibt ein verschlucktes Lachen von sich. Du kannst so viele Fotos machen, wie du willst, und sie dir im Schlafzimmer aufhängen. Na komm schon, nicht so schüchtern, junge Dame. Dankeschön. War es jetzt das erste Mal, dass Sie das auf Deutsch gehört haben? Ja. Es ist ja etwas sehr Einzigartiges an diese Herausgabe Schlüsselorte, dass das Buch bisher nur auf Deutsch existiert, aber die Texte wurden ja in verschiedenen Sprachen, Französisch, Englisch, Arabisch abgefasst und die Sprachen oder die Übersetzungen funktionieren ja nicht immer eins zu eins. Das heißt, es wäre wirklich interessant zu erfahren, wie sind Sie mit dem Aspekt während des Schreibens umgegangen oder haben Sie sich da gar keine Gedanken drüber gemacht und auch die Übersetzung im Prozess der Veröffentlichung, also wie fühlt sich das an, das Ganze jetzt auf Deutsch zu hören? Also ich muss sagen, dass es etwas unromantisch klingt, um Sie jetzt alle etwas zu enttäuschen. Aber die Geschichte ist ja auch nicht unbedingt romantisch. Also selbst wenn ein Text von mir kommt, dann ist das aber irgendwann nicht länger mein Text, sondern es wird der Text der Leserinnen und Leser, es wird der Text derjenigen, die ihn interpretieren. Also das ist sozusagen ein offener Stadttext sozusagen. Also es ist ein Text, der offen für Interpretation ist. Also ich habe natürlich diesen Text mit einem bestimmten Hintergedanken geschrieben und ich habe ja einen bestimmten Hintergrund. Aber also ich durfte zum Beispiel 3 Jahre in der Stadt bleiben. Mir wurde gesagt, ich muss die Sprache dann, also Deutsch, innerhalb von 3 Jahren lernen, ansonsten muss ich wieder gehen. Also das heißt, wir sollten vielleicht in 3 Jahren nochmal sprechen. Bisher spreche ich einfach nicht genug Deutsch. Und dann kann ich vielleicht sagen, okay, das habe ich vielleicht nicht ganz so gemeint oder nicht so gesagt. Aber also es ist ja nicht das erste Mal, dass die Übersetzerin, die die Geschichte übersetzt hat, für mich übersetzt hat. Sie hat auch eine andere Geschichte for you, Master Good, die ebenfalls in Berlin spielt, übersetzt. Und die Menschen kaufen das Buch und lieben die Geschichte. Und daran habe ich dann natürlich auch gesehen, dass die Übersetzung eine gute Übersetzung war. Und ich, wenn ich Personen sehe, die dieses Buch in der Hand halten, dann merke ich eben auch, dass es eine gute Interpretation und eben eine gute Übersetzung des Buches oder der Geschichte ist. Und an die anderen, wie war es jetzt, an einem Text zu arbeiten, von dem Sie wissen, dass er als Übersetzung veröffentlicht werden wird? Ist das etwas, was Sie berücksichtigt haben? Wie Nick das gesagt hat, naja, sobald der Text veröffentlicht ist, dann ist er eben veröffentlicht und ist nicht mehr sein Text. Also als ich angefangen habe, den Text auf Arabisch zu schreiben, so wie ich das manchmal mache oder meist mache, habe ich an die Übersetzung gedacht. Und ich habe jetzt einen anderen Übersetzer, einen Freund von mir, der hat mein erstes Buch übersetzt, hat mich im Sudan besucht und er kennt auch meine Sprache, die sudanesische Sprache. Sudanesisch ist Arabisch, aber eben nicht so wie andere arabische Sprachen, also wie anderes Arabisch in Ägypten beispielsweise oder in Marokko oder anderen arabisch sprechenden Ländern. Aber diesmal habe ich an
Larissa Bender gedacht, dass sie diesen Text übersetzt, denn Larissa Bender hat mich im Sudan besucht mit Ahmed Hassou, ihrem Mann. Wir haben uns im Haus meiner Tante getroffen und damals war es eben in die Stadt Khartoum. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich das direkt mit meiner Übersetzerin sozusagen in Verbindung gebracht habe. Aber ich betrachte die Stadt als jemand, der von außen kommt, als Außenseiter. Auch innerhalb Sudans kenne ich mich nicht in Städten aus. Also ich sehe mich als Außenseiter oder als Ausländer sozusagen einer Stadt. Und sie war auch Ausländerin sozusagen in Khartoum und auch Außenseiterin sozusagen in Khartoum. Und dadurch kam diese Verbindung. Aber ich habe die Geschichte auf Deutsch noch nicht gelesen. Ich habe es versucht, es ist aber etwas schwierig für mich. Und ich versuche herauszufinden, wie sie meine Gefühle transportiert in der Übersetzung. Vielen herzlichen Dank. Und Leila, Sie haben ja auch Ihren Text auf Deutsch gehört. Möchten Sie da etwas zu sagen? Also es war anders, den Text auf Deutsch zu hören. Also ich hatte das Gefühl, dass es irgendwie etwas anders ist. Und ich habe ihn jetzt auch einige Zeit nicht gelesen und auch Teile vom Text vergessen. Also es war jetzt interessant, das auf Deutsch zu hören. Dadurch habe ich mich wieder mehr an den Text erinnert. Und der Teil, der jetzt gelesen wurde, da erinnere ich mich daran, wie ich daran gearbeitet habe. Also der hat sich in verschiedenen Textversionen stark verändert. Am Anfang war die Geschichte an der Stelle etwas anders und ich denke, ich habe das alles so zusammengebracht, wie etwas, was man in einem Graffiti lesen kann. In der Geschichte ist das auch kursiv geschrieben sozusagen und ich habe das im Buch überprüft, also auch in der deutschen Übersetzung ist eine bestimmte Passage eben kursiv geschrieben. Sie sind ja einerseits Herausgeber, aber auch ein Autor einer Geschichte. Über die Stadt zu schreiben. Ich wohne in Graz und so seit Jahren und irgendwie Graz ist wie meine Heimatstadt geworden. Also in unserer Kultur, wenn man im Ausland lebt, ist man wie verstorben, weil man soll immer mit der Familie leben und so weiter. Zum Beispiel, das ist nur eine Anekdote. Als ich erst einmal nach Europa gekommen bin, hatte ich große Angst zu sterben. Bei uns, wenn man im Ausland stirbt und wenn man im Ausland begraben ist, bleibt die Person im Exil für immer. Man sagt, du bleibst im Exil für immer. Also ich habe immer Angst zu sterben. Also ich habe immer schlechte Träume in der Nacht. Und dann, wenn ich bin im Straßenbahn oder irgendwo, habe immer auf mich gepasst. Und dann irgendwann habe ich entschieden, habe einen kurzen Text geschrieben, wenn ich sterbe, bitte, würde ich gerne im Kongo gegraben sein. Oder wenn es nicht möglich, man soll einfach meine Haare, jetzt ich habe keine Haare mehr, aber meine Haare meine Nägel in Kongo schicken. Und so, weil diese Tradition ist sehr, sehr stark im Kongo. Und ja, deshalb von mir habe ich gesagt, welche Stadt, Lubumbashi ist meine Stadt, aber gleichzeitig, wenn ich bin in Lubumbashi, ich bin wie eine Freundin, wie eine Freund. Und man nennt viele Kongolese, die leben in Europa, oft als Gespenster, also Phantom. Das heißt, es gibt immer dieses Gefühl, dass du gehörst nicht an der Community, weil es gab Hochzeiten, du warst nicht dabei, es gab Leute, die sind verstorben, du warst nicht dabei, es gab Tauffest und weil in Kongo man mag feiern.
wie feiern. Und ja, also diese beiden, an diese alle Ereignisse war nicht dabei, das heißt, du gehörst nicht an die Gesellschaft. Und dann habe ich gesagt, schreibe ich auf Lubumbashi, inwiefern ist diese Stadt meiner Stadt, das war für mich sehr, sehr schwer, über Lubumbashi zu schreiben, aber auch gleichzeitig sehr, sehr schwer, über einfach gerade zu schreiben, weil es ist auch nicht meine Stadt. Und irgendwann habe ich immer den Eindruck, dass meine Stadt ist oder mein Land ist mein Bett. Und mein Exil beginnt jeden Morgen. Ja, oder mein Stadt oder mein Land ist einfach die Poesie. Weil in Österreich, ich spreche also Deutsch, Deutsch ist meine sechste Sprache. Das heißt, ich lebe in einer sechsten Sprache. Ich spreche kaum Französisch zu Hause, wir sprechen French Deutsch und ich spreche kein Swahili oder Lingala oder Chiluba. Das heißt, irgendwie du lebst in der Mitte oder du lebst wie in einem Straßenbahn bist du oder in einer US-Bahn bist Richtung Spandau und dann wieder mal Richtung und so weiter. Weil du kannst nicht manche Gefühle, manche Sachen einfacher direkt einfach sagen, es fällt Worte. Und ja, zum Beispiel, wenn ich bin irgendwo, ich frage auf ein Bier, ich bitte ein Bierchen, ich habe dann eine Antwort, dass ich lüge, weil bei uns im Süden Bier bedeutet Bombe. Und Bombe ist verbunden mit der Geschichte der Mining, von Minenarbeit und so weiter. Und das heißt, Bombe bedeutet, dass du hast den ganzen Tag gearbeitet und dann du genießt dein Bierchen. Und das ist dieses Gefühl, dass du lebst in einer falschen Zeit oder du lebst in einer falschen Zeit. Und das war für mich schwer, über eine Stadt zu schreiben. Einfacher über, ja. Und es gibt diese Ambivalenz. Und ja, und kommt immer die Frage, wo werde ich begraben, wenn ich sterbe? Und früher habe ich gesagt, ja bitte, ich will in den Kongo. Und als mein Sohn ist geboren, habe ich gesagt, ja, ich kann in Zentralfriedhof Graz gegraben sein. Ist wunderbar, schön grün. Und dann vor zwei, drei Jahren, mein Vater ist verstorben, 2 Jahre, habe ich gesagt, ja, es wäre cool, einfach in dem gleichen Friedhof mit meinem Papa, mit meiner Tante, mit meinem Onkel. Und weil dort, also es gibt diese Ambiguität für mich, einfach, wer bin ich und wo lebe ich? Ich habe den Eindruck, dass ich lebe also einfach provisorisch. Das heißt, jetzt, ich kann mich nicht auch vorstellen, in Kongo zu leben, weil ich wäre wie eine andere Person, wie jemand aus Südafrika, wieder aus Senegal, weil das, also die Stadt entwickelt sich sehr, sehr schnell in Afrika. Jedes Mal, wir haben neue Namen, jedes Mal, es geht sehr schnell. Irgendwo, es war leer und dann es gibt ein Gebäude. Aber bei uns in Graz, am Jacomini, ist die gleiche Geschäfte, die gleichen Leute. Die Stadt ist es einfach, diese Beton. Aber bei uns, man lebt neue Musik, neue. Also, und ja, und für mich, das ist immer die Frage, auch in Graz, ich bin nicht zu Hause, manchmal zu Hause, es ist eine Frage von Gefühl. Manchmal, ich fühle mich einfach in Graz zu Hause, manchmal, ich fühle mich wie in Exil, manchmal wie in einem Traum. Und deshalb ist es immer schwer, über einfach eine Stadt, über Graz oder über Kongo zu schreiben. Ja, danke dir für die Einblicke. Und damit machst du eine ganz tolle Überleitung, nämlich, dass wir jetzt auch was aus deinem Text gerne hören möchten. Also im nächsten Teil werden wir einen Auszug, erneut gelesen von Jörg, hören aus dem Text Zweite Welt von Fiston Mongerilla. Das Original gibt es in Französisch und es gibt eine deutsche Übersetzung von Lena Müller. Eine Anmerkung ist, es wird keine Verdolmetschung ins Englische geben. Also es wird keine englische Verdolmetschung geben, sondern wir können jetzt einfach der deutschen Übersetzung zuhören.
Es gibt in Graz einen erstaunlichen Platz mit dem Namen Jakomini-Platz. Er ist das Rückgrat, die Lunge oder das Geschlechtsteil der Stadt. Das ist Auslegungssache. Quasi alle Busse und Trams beenden dort ihr Rennen. Quasi alle Trams und Busse zuckeln aus diesem Nervenzentrum los. Die Grazer und Grazerinnen nennen den Platz liebevoll Jaco oder Jakomini. Wenn Sie nicht wissen, welchen Ort Sie für eine Verabredung, eine Spelunke oder ein Café vorschlagen sollen, muss Jaco herhalten. Der Platz ist immer belebt, völlig überfüllt. Schon in den frühen Morgenstunden kann man hier zusehen, wie Leute einem meist leeren öffentlichen Verkehrsmittel hinterher sprinten. Sie haben die Arschkarte gezogen, früh am Morgen malochen zu müssen. In der Ferne sieht man ihre schmächtigen, gebeugten Umrisse. Sie haben diesen beleidigten Gesichtsausdruck, diesen bleichen Blick, diese langsame, unbeholfene Art, sich zu bewegen, als lägen sie noch im Bett. Am Sonntag sind es ausnahmsweise die Kids, die ihre Sitze einnehmen. Nach einer Nacht der Besäufnisse, Shishas und psychedelischen Tänze geht's mit den Bussen zurück ins traute Heim. Woche um Woche wiederholt sich das Ritual. Glasiger Blick, mechanische Bewegungen, als wären sie gerade erst aufgewacht, Katerstimmung und zu allem Überfluss dieser beleidigte Blick. Wo treffen wir uns? Wie verabredet rufe ich Mfumukandan Gomankafi Jean-Fabrice alias der Kosmonaut an. Er befiehlt mir, zum Jakomini-Platz zu kommen. Wie dieser Typ mit mir umspringt, nagt an mir, erschüttert mich und bringt mich schlussendlich in Rage. Wir haben weder zusammen gezecht noch einen Salsa-Kurs belegt. Schlimmer noch, wir haben uns nie gesehen, aber Jean-Fabrice entscheidet, wo und wann wir uns treffen, ohne mich auch nur nach einer Meinung zu fragen. Nelly hatte mir davon abgeraten, mich mit ihm ins Benehmen zu setzen, obwohl sie selbst den Kontakt hergestellt hat. Wenn ich mich nicht irre, ließ sie sich schon bei unserer ersten Verabredung lang und breit über den Kerl aus. Später wurde das unsere Nationalhymne. Jean-Fabrice dies, Mfumukandan-Gomankafi das. Wie schön dieser Junge doch ist, der Kosmonaut, findest du nicht, Ludwig? Auch wenn wir gerade zusammen in der Kiste gewesen waren, quatschte sie weiter und gab eine Anekdote zu seiner Person zum Besten. Ihr Getratsche nervte mich. Mit der Zeit begann ich, ihnen eine Affäre anzudichten. Ich wurde eifersüchtig und besitzergreifend. Ich schlief und träumte von Nelly und ihm, eng umschlungen. Ich entwickelte einen Hass auf alle schwarzen Männer. Sobald ich einen sah, flippte ich aus. Ich wollte, dass sie umkamen, dass sie zur Hölle fuhren. Feindseligkeit wächst aus Unwissen, Zweifeln und Unsicherheit. Gerüchte, die ich über Schwarze, die ich hier und dort gehört hatte, fielen mir wieder ein. Sie haben einen großen Schwanz zwischen den Beinen. Sie stinken. Sie sind unordentlich und ungeschickt und dealen alle mit Rohrzucker. Ich übernahm alle ungerechtfertigten Klischees und Aussagen über die schwarze Bevölkerung. Immer wenn ich einen schwarzen Mann eines gewissen Alters traf, dachte ich an Mfumukandan Gomankafi. Ich war außer mir. War das der Grund, warum ich mich mit ihm treffen wollte? Ich habe keine Antwort auf diese Frage. An einem Frühlingsmorgen hocke ich rauchend auf einer Bank vor der Herz-Jesu-Kirche, ohne dass ich dies näher erklären könnte. Ich sehe einen schwarzen Mann. Ich folge ihm. Er steigt in die Tram 3 Richtung Andritz. Ich tue es ihm nach. Er steigt am Hauptplatz aus. Ich auch. Bleibe stehen, beobachte ihn aus der Entfernung. Er überquert die Straße, läuft am Rathaus vorbei und biegt in die Schmiedgasse. Ich renne hinter ihm her. Ich verfolge ihn mehrere Stunden lang, bevor ich ihn in einem Supermarkt verliere. Am nächsten Morgen im Büro kann ich mich nicht konzentrieren. Ich gehe mir die Beine vertreten. Ich sehe einen anderen Schwarzen, nehme die Verfolgung auf. In meinem Kopf hagelt es Beschimpfungen. Danke.
Fiston, ein erster Ausschnitt aus deinem Text. Also auch neben dem Vorwort hast du ja auch eine Kurzgeschichte beigetragen. Zweite Welt. Ich habe ja das Privileg gehabt, ich hatte das Buch schon vorher, ich durfte schon vorher lesen, ich weiß, wie es weitergeht. Aber vielleicht kannst du uns noch ein bisschen Einblicke geben in die Geschichte. Also sie setzt sich ja auseinander mit Blicken, Perspektiven. Was ist diese zweite Welt, die im Titel angesprochen wird? Also diese zweite Welt ist einfach eine ganz andere Welt, diese afrikanische Subjektivität. Also in Afrika, es gibt wie zweite Welt, es ist eine parallele Welt. Zum Beispiel in meiner Kultur, in Luba-Kultur. Also ich kann so sagen, zum Beispiel, also nur der Begriff Land ist ein kolonialer Begriff. Ich bin Kongolese, aber ich bin mehr auch als Kongolese, weil ich gehöre an Luba-Volk. Bei uns in der Luba-Volk, man sagt immer, dass wenn jemand stirbt, wird diese Person zu Gast. Zum Beispiel, man soll nicht Gott beten, weil Gott hat schon viel zu tun. Er hat uns kreieren, er kreiert noch Geister und man soll Familie, also Familienmitglied, die sind schon verstorben, beten, Onkel und so weiter. Das heißt, wenn man stirbt, man wird zu Gast und diese Leute leben, oder sind irgendwie im Leben. Deshalb, es gibt diese Subjektivität, also ich als Kongolese, als Luba, ich glaube auch an diese Geschichte und ein Paragraph zum Beispiel, ich war wirklich überrascht, als mein Vater verstorben ist. Ich wollte einfach was von ihm auch haben, MD oder so. Und dann war klar von meiner Mutter, von meinem Onkel, für die ganze Familie, dass man soll nicht alle Sachen von meinem Vater, man soll das verschenken. Und die Onkel und Tante haben die ganze Wohnung geputzt. Und dann ich habe gefragt, warum? Sie haben gesagt, ein Gast hat keine Uhr, ein Gast hat keine Kleidung. Deshalb wir wollen alles weg. Deshalb ich glaube auch an diese parallele Welt. Diese Welt von die wurde auch in der Zeit von Kolonial, in der Kolonialzeit, diese Welt wurde einfacher aufgelöst. Man sagt, ja, ihr dürft Christ sein und Jesus ist euer Erlöser und so weiter. Aber ich glaube auch irgendwie in diese parallele Welt und dann in dieser großen Geschichte, es gibt diese parallele Welt, weil diese Jean-Fabrice ist ein Astronaut, weil er kann Leute von Österreich in den Kongo in der Nacht einfach begleiten. Und das ist, glaube ich, auch das ist ein Vorteil für mich, einfach an diese Glaubigkeit, an diese parallele Welt zu glauben. Wenn ich habe Probleme und manchmal denke ich als ein Österreicher und manchmal als ein Kongolese oder ein Luba, weil es gibt diese parallele Welt, man kann diese parallele Welt ganz anders, die Welt einfach verstehen oder interpretieren. Und dann, es geht viel um diese parallele Welt und der Jean-Fabrice ist ein Pilot. Und weil man sagt, zum Beispiel jede Nacht, also nur eine Anekdote. Zum Beispiel, meine Mutter hat uns immer verboten, bei Freunden oder Freundinnen zu essen, weil wenn du bist bei einem Kollegen, manchmal in der Nacht, man sagt in der Nacht, wenn er es esse, in der Nacht, er kommt, sagt, ja, du musst mit mir gehen in diese parallele Welt. Und man sagt auch, viele Leute haben zwei Leben, manche Leute, die sind Echse. Sie sind in diese parallele Welt zum Beispiel, sie and haben Häuser und so weiter. Deshalb, ich glaube auch in diese parallele Welt viele, aber gleichzeitig, ich glaube auch in diese europäische oder keine Ahnung, die
europäische Welt. Ich glaube, wenn man spricht viel über Nachhaltigkeit, was geht mit unserem Planet und so weiter. Ich glaube, man kann von Europa, man kann sich auch inspiriert von Afrika, zum Beispiel von Ubuntu, Philosophie von Nelson Mandela, von was und so weiter. Deshalb für mich versuche ich auch manchmal, wenn ich bin im Stress, einfach als Kongolese, als Luba-Kongolese einfach zu denken, weil bei uns man sagt, es gibt Probleme, wenn jemand stirbt. Wenn ich verpasse meinen Bus oder mein Zug, es gibt kein Drama. Ich gehe um die Ecke und ich genieße meine Augustiner Ella oder mein Berliner. Deshalb, meine Berliner Pilz, deshalb das Leben. Deshalb für mich diese parallele Welt ist es einfach wichtig, um einfach unsere Planet zu lösen oder meine innere Planet einfach zu interpretieren, einfach zu verstehen, zu erlösen. Ja, danke dir. Thank you. And now I will switch. Und jetzt werde ich auf Englisch weitermachen, weil Baraka, wir haben noch keinen Text von Ihnen gehört, aber wir werden jetzt einen Auszug von Ihnen hören. Und der deutsche Titel ist Tollwütige Stadt, also die tollwütige Stadt. Und was würden Sie uns gerne dazu im Vorfeld sagen über diesen Titel, die Stadt? Wollen Sie da etwas mitteilen? Also der Text ist auf Arabisch geschrieben. Und es ist eine verrückte Stadt, um die es geht. Aus meiner Sicht ist das ein normaler Zustand, weil ich mich nicht mit der Stadt auskenne, auch nicht mit den Menschen. Ich kann nicht leicht mit Menschen in der Stadt kommunizieren, weil ich einfach, wie bereits gesagt, in kleinen Dörfern aufgewachsen bin. Ich mag den offenen Raum. Ich mag die Flüsse, ich mag die Bäume, ich mag die Tiere und die einfachen Menschen und auch einfache Ideen. Also die Art und Weise, wie Menschen ihr Leben von Tag zu Tag führen. Und ich fühle mich sicher und geborgen, wenn ich morgens aufwache und meine Mutter ist da, meine Oma ist da, meine Urgroßmutter ist anwesend und ich kenne die ganzen Nachbarinnen und Nachbarn, ich kenne die ganzen Menschen in meinem Dorf und manchmal weiß man auch, wer die Amme ist, die das Kind einer Frau mit zur Welt gebracht hat. Also alles weiß man über die anderen Menschen im Dorf. Und ich fühle mich also sicher im Dorf. Wenn ich in eine Stadt gehe, dann fühle ich mich wie ein Fremdkörper. Und ich vertraue gar nichts dort. Also aus meiner Sicht ist das wie ein Sumpf, eine sumpfige Stadt, sumpfige Menschen sozusagen. Städte wie diese, da, also es sind einfach verrückte Städte, also wie die Stadt in der Geschichte. Es sind sumpfige Städte. Vielen Dank. Und damit gehen wir dann zur letzten Lesung über zum Text Die tollwütige Stadt von Abdelaziz Baraka Sakin. Der Originaltext ist auf Arabisch erschienen und wurde von Larissa Bender ins Deutsche übersetzt. Und bei diesem Text wird es auch keine englische Verdolmetschung geben. Den wird es also jetzt nur auf Deutsch geben, von Jörg gelesen. Es gibt zwei Arten von Frauen, Baraka. Die erste, aber Abdallah, mein lieber Freund, lass uns realistisch sein. Wo, wie und wann willst du denn Frauen gesehen haben? Ich weiß doch, dass du blind bist, unterbrach ich ihn. Hast du schon einmal den Verstand gesehen? Nein. Und warum muss ich dann Frauen gesehen haben, um etwas über sie zu wissen? Ist das nicht eine negative Parteinahme gegen mich persönlich, du Hirngespinst? Er blieb ganz unvermittelt stehen, als sei ihm etwas eingefallen, was wichtiger war als seine Theorie über Frauen. Dann deutete er mit dem Finger in die Leere und befahl mir, nimm die Ausgangstür, die im Süden liegt. Es gibt zwei Türen. Die im Süden ist praktischer, denn von ihr aus kommt man gleich zur Moscheestraße und von dort ist es nicht mehr weit
zur Abu Hammamah-Station. Das Büro der Gasfirma liegt ganz in der Nähe. Es war genau 3 Uhr nachmittags, als wir aus dem riesigen Bus stiegen, mit dem wir am Morgen von Chashmal-Kirwa zur Busstation in Khartoum gefahren waren, die gleich in der Nähe des Suks liegt. Die ganze Strecke über hatte Abdallah ununterbrochen über Gott und die Welt fabuliert. Und obwohl er blind war, plauderte er unverblümt über die Farben, die er in seinem ganzen Leben noch nie gesehen hatte. Wenn ich protestierte, nannte er mich Hirngespinst. Mit diesem Wort bezeichnete er alles, was nicht greifbar ist. Abdallah wurde blind geboren. Seine Augen waren äußerlich unversehrt, sogar schön. Ja, genauso wunderschön wie die seines sehenden Zwillingsbruders Abdalkarim, der ihm aufs Haar glich. Es hieß, dass Abdallah eine Minute älter sei als sein Bruder, auch wenn manche krankhaften Skeptiker behaupten, sie wären gleichzeitig auf die Welt gekommen. Der südliche Ausgang war geschlossen und schien schon eine ganze Weile nicht mehr in Betrieb zu sein. Ein Polizist, der die Tür bewachte, meinte, es sei seit Beginn der letzten Demonstrationen in Khartoum verboten, diesen Ausgang zu benutzen, weil die Behörden nur schwer der Demonstranten habhaft werden konnten, die aus anderen Städten kämen, um sich an den Unruhen zu beteiligen. Wenn hingegen nur ein Ausgang geöffnet sei, könne die Polizei sie leichter kontrollieren und ihre Ausweise überprüfen. Nehmen Sie den westlichen Ausgang, setzte er hinzu. Auf jeden Fall, egal durch welchen Ausgang wir gehen, bring mich zu der Straße, die hinter dieser Tür liegt. Von dort aus werde ich dich führen, sagte Abdallah, der meinem Gespräch mit dem Polizisten schweigend gelauscht hatte. Ich verließ mich auf den blinden Abdallah, er sollte bei meinem geplanten Handel ein gutes Wort für mich einlegen, um zu der Gasfirma zu kommen, denn in Khartoum gibt es keine Straßennamen und keine Hausnummern. Es ist, mit wenigen Ausnahmen, eine Hauptstadt ohne Adressen. Und tatsächlich ist das allen sudanesischen Städten gemein, seit das Amt für Post- und Telegrafenwesen seine Arbeit eingestellt hat. Niemand kümmert sich darum, den Straßen Namen zu geben oder den Häusern Nummern. Wer braucht die schon? Die Menschen können doch genauso gut beschreiben, wo sie hinwollen. Und die Geheimdienstler und Polizisten benötigen ebenso wenig Adressen, um zu verhaften, wen immer sie wollen. Okay, thank you, Jörg. And we are approaching. Danke, Jörg. Wir nähern uns langsam dem Ende der Veranstaltung. Und wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir noch Zeit für 2 Fragen aus dem Publikum. Aber danach haben wir ja sowieso noch unsere kleine Zusammenkunft. Also, liebes Publikum, dies ist Ihr Augenblick, Ihr Moment, wenn Sie Fragen haben. Wie gesagt, 2 Fragen können wir jetzt zulassen, die auch auf Deutsch gestellt werden können. There's one over here. There's a microphone coming. So. Sie müssen auf das Mikrofon warten, bitte. And is there anyone else already? Make yourself known. Und falls es bereits einen zweiten oder eine zweite gibt, melden Sie sich doch auch. My question is to Baraka, because, Baraka, für Sie habe ich eine Frage, denn ich kenne Ihre Geschichte. Die anderen Geschichten habe ich noch nicht gelesen, deswegen kann ich nur zu Ihrer Geschichte eine Frage stellen. In Ihrer Geschichte gibt es diesen bewundernswerten Blinden, der die Stadt kennt, obwohl er sie nicht sehen kann. Er ist sozusagen das stabile Element, die Resilienz, wenn man so will. Warum ist er aber am Ende derjenige, der den Freund, mit dem er die ganze Zeit zusammen ist, betrügt, verwirrt? Es gibt nicht nur den Zwilling, es gibt auch den Drilling. Und auch das Unsichtbare, also eine Parallelwelt, von der wir gehört haben, von der Fisson sprach.
Als Leserin frage ich mich, das kann doch nicht sein. Also wieso? Er ist sozusagen ja als Modell präsentiert worden, der Blinde, der besser ist als alle anderen und dann das. Das ist tatsächlich eine echte Person. Ich kenne ihn erlebt im Sudan. Er ist faszinierend. Und manchmal habe ich wirklich bezweifelt, dass er wirklich blind ist. Als wir jung waren, haben wir gerne auch mal ein Gläschen getrunken, und zwar weit entfernt vom Dorf, weil es im Dorf verboten war und wir wollten nicht, dass unsere Familie uns erwischt, dann wären wir bestraft worden. Und er ging immer gerne mit und er trank auch immer gerne ein Glas. Und manchmal war es wirklich irre windig und es wurde sehr, sehr dunkel. Und wir wussten nicht mehr, wie wir zurückfinden sollten. Es war stürmisch, es war dunkel. Und er war derjenige, der alle nach Hause brachte. Und wir fragten ihn, wie machst du das? Und er sagt, ich spüre das alles, ich fühle das, ich habe eine andere Art von Augen. Ich kann sehen, für mich ist es ja auch egal, ob es dunkel oder hell ist. Sowieso sieht er nichts. Auch sein ganz normales Alltagsleben ist lustig. Also, er ist mein Freund, wir schreiben uns, aber ich vertraue ihm nicht, nein. Er macht auch immer wieder Sachen, die niemand erwartet. Also, ja, ich mag ihn. Und er ist auch einer meiner liebsten Leser. Er kauft ein Buch im Buchladen. Und bittet dann eine Dame, ihm etwas vorzulesen. Zum Beispiel gab es da diese Ärztin, die war seine Nachbarin und sie las ihm vor. Und dann sagte er zu mir, Baraka, wenn sie mir vorliest, dann überspringt sie was. Ich habe echt das Gefühl, sie überspringt Sachen. Ich meine, ich schreibe über Leute. Und dann gibt es eben mehrere Szenen und diese Frau überspringt einfach was. Sexszenen zum Beispiel. Ja, er traut mir nicht, ich traue ihm nicht, aber ich mag ihn. Thank you. And is there one final audience question? Gibt es denn noch eine letzte Frage aus dem Publikum? Bitte schön. Dank auch an Dorothee dafür, dass sie hier mit dem Mikrofon durch den Saal spurtet. Danke für die Einsichten. Städte sind das Thema und Leila und Baraka thematisieren ja auch ein bisschen den Mythos. Dorf, den Mythos, Stadt, wo lebt man besser? Gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Stadt und Dorf? Im Grunde, Baraka, entmystifizierst du ein bisschen auch das Dorf mit deiner Geschichte, in der der städtische Raum gar nicht so viel anders ist wie das Dorf und umgekehrt. Also die Vorstellung, dass das Dorf das Unschuldige ist und das Sündige die Stadt oder Ähnliches in einer globalisierten Welt. Gibt es da überhaupt noch diese Unterschiede zwischen Städten und den nicht-urbanen Zonen oder ist das nicht auch ein Mythos? I think that we are
Vielleicht sind wir die glückliche Generation, die das noch gesehen hat, die Dörfer gesehen hat. Aber die Migration vom Land in die Stadt ist enorm und die Menschen strömen aus dem Dorf in die Stadt. Und es gibt keine Grenzkontrollen dort. Also die Leute gehen einfach dahin, weil sie Arbeit suchen. Die Stadt ist die Zukunft, das ist so. Die Stadt ist die Gegenwart und die Zukunft. Und das Dorf wird vielleicht etwas, was ein Teil der Vergangenheit ist. Und das Problem ist, dass wir, während das geschieht, das Ganze idealisieren. Wir sagen, ah, das ist ein schöner Ort, das Dorf, das ist nett. Die Leute unterstützen sich gegenseitig, sie helfen sich. Was vielleicht gar nicht der Wahrheit entspricht. Vielleicht gibt es auch sehr viel Brutalität im Dorf. Vielleicht gibt es da auch diejenigen, die an den Rand gedrängt werden, die marginalisiert werden, die eben nicht integriert und aufgenommen werden. In Europa, in Großbritannien zum Beispiel, gibt es natürlich auch die Bewegung derjenigen, die zurück aufs Land wollen. Die Stadt voller Armut, voller Obdachlosigkeit, die Reichen sind dann diejenigen, die sich dann ein Häuschen auf dem Lande leisten. Und das wird dann wiederum das Symbol des Wohlstands. Anders als zum Beispiel in Afrika, wo die Leute die Dörfer verlassen, in die Stadt gehen, weil sie eben dort ihr Glück suchen oder Wohlstand suchen. Es gibt also immer diese Veränderungen in bestimmten Phasen. Vielleicht ist unsere Generation die, die diese Veränderungen beobachten konnte, diese Bewegungen vom Land in die Stadt, während die Älteren, zum Beispiel der afrikanischen AutorInnen, die Stadt tatsächlich noch als ihren Ort, das Dorf noch als ihren Ort gesehen haben, Chinua Achebe zum Beispiel und viele andere mehr, die haben das Dorf gefeiert, das Dorfleben sehr, sehr stark gefeiert, aber unsere Generation sieht das einfach anders. Danke. Wenn es dazu nichts weiter zu sagen gibt, dann haben wir hier tatsächlich das Ende der Veranstaltung erreicht, was hier die Diskussion auf dem Podium angeht. Und die Lesungen, ich möchte euch drei ganz herzlich dafür danken, euch vier ganz herzlich dafür danken, dass ihr heute Abend hier wart mit auf der Bühne, dafür, dass ihr das Buch gemacht habt. Wir danken aber natürlich auch allen, die dabei geholfen haben. Und wir danken auch Interkontinental, dem Verlag, den ÜbersetzerInnen, dem Organisationsteam der Böll-Stiftung und dem technischen Team. Wir danken auch Jörg Petzold dafür, dass er die deutschen Texte heute Abend gelesen hat. Wir danken auch den DolmetscherInnen heute Abend, die das sehr gerne gemacht haben für Sie. Und wir danken dem Publikum dafür, dass Sie hier waren, dass Sie Ihren Abend hier mit uns verbracht haben. Und ein paar letzte Worte des Abschieds hören wir jetzt noch. Ja, auch ich danke im Namen der Stiftung. Im Grunde hast du gerade alles gesagt. Ich danke den AutorInnen, Stefanie Hirsbrunner, Carla Kuttner und vielen anderen von Interkontinental Verlag. Danke, danke, danke. Und ja, auch noch einmal ein Dank an euch vier, die ihr hier uns Einsichten vermittelt habt. Wir haben die Bücher hier draußen am Büchertisch. Sie können dort erworben werden. Wir danken auch noch einmal den TechnikerInnen und den DolmetscherInnen und auch Beate Adolf, ohne die der Abend heute hätte gar nicht stattfinden können. Und wir danken auch für die wunderbare Zusammenarbeit. Stefanie Hirsbrunner, Carla Kutzner, Venice Trommer vom Interkontinental Verlag. Danke, dass Sie sich an uns gewandt haben. Danke, dass Sie heute Abend da waren.
interessiert sind an Veranstaltungen der Böll-Stiftung, Sie können dem Afrika-Referat folgen auf einem sozialen Netzwerk, was man mal als Twitter kannte, unter @böll_afrika. Und wir haben auch einen Newsletter. Wir hoffen, dass Sie bald wieder in der Stiftung zu uns zu Besuch kommen, dass Sie bei unseren virtuellen Formaten dabei sind. Und ich hoffe, wir kommen bei einem Glas unten in der Cafeteria jetzt weiter ins Gespräch. Und ja, ich wünsche euch und uns einen schönen Abend. Downstairs and enjoy the rest of the evening.